Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Beyond Page Views. Das besonders Tolle an dieser Ausgabe ist, dass sie überhaupt noch stattfinden kann, obwohl die DSGVO inzwischen in Kraft getreten ist. Ich begrüße euch wie immer recht herzlich zu dieser Ausgabe. Ich bin Markus Bersch aus Mönchengladbach und mit mir am Mikrofon sind heute zwei Leute. Wir fangen einfach mal der Gewohnheit an mit dem zweiten Moderator und kommen dann zu unserem Gast. Genau, hier ist Michael Janssen und ich sitze gerade in Dahab, das liegt im Sinai-Delta in Ägypten. Hier ist schönes Wetter, ich war heute Morgen noch schön tauchen, habe mir das Riff angeschaut und ich hoffe, es ist genauso schönes Wetter wie bei euch, Markus. Ja, wie sieht es bei euch aus? Hier jetzt gerade noch ein kleines bisschen Regen zwischendurch, aber im Großen und Ganzen können wir nicht meckern. Sehr gut. So, und unser Gast heute ist zum zweiten Mal schon dabei, weil er uns jetzt jedes Jahr was Nettes mitbringen kann in unsere Sendung. Und genau wie im letzten Jahr gibt es eine Studie und die hat mitgebracht der liebe Timo Aden in Hamburg. Aus dem wahrscheinlich schönen Hamburg. Starker Hitze joggen draußen, es ist echt traumhaftes Wetter. Ja, hallo. Ja, für alle, die nicht wissen, wie traumhaft das Wetter sein kann, also zur Orientierung, es ist Sonntag noch, also wahrscheinlich der Sonntag, bevor diese Folge erscheint. Gut, ich habe eben das böse Wort ja schon in den Mund genommen, DSGVO, wir haben uns eben schon vor der Aufnahme darauf verständigt, dass hier niemand mehr DSGVO sagt, wir wollen auch gar nicht lange drüber reden. Markus, 5 € in die Podcast-Kasse. Ja, genau. Du hast es gesagt. Ja, ich habe auch auf Facebook was gelesen, dass Leute da Trinkspiele veranstaltet haben. Die waren wahrscheinlich auch sehr schnell vorbei. Aber um das jetzt noch ein letztes Mal zu sagen, weil wir kommen jetzt direkt schon zu unseren Fundstücken, damit wir gleich ganz viel Zeit für Timo und die Studie haben. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, hier nur Links zu nehmen, die auch nichts mit dem Thema zu tun haben. Dementsprechend ist unsere Fundstückliste nicht ganz so lang wie sonst, aber das macht nichts, weil dann haben wir mehr Zeit, um über die Studie zu sprechen. Den Anfang macht, glaube ich, jetzt nach aktueller Sortierung der Michael. Genau, und zwar haben wir ein Fundstück von der Michaela Lienhardt aus Österreich, und zwar hat die was zum Scrolltracking veröffentlicht, und zwar einen richtig langen Guide, den Complete Guide sozusagen. Und ich gehöre zu den Menschen, die immer sagen, oh, Scrolltracking nicht unbedingt, macht lieber vernünftige Sachen. Und dann sage ich immer, über Scrolltracking gibt es ganz viele Anleitungen, wie man es einbaut, aber nicht, wie man es dann auch auswertet. Und die Lücke hat Michaela jetzt geschlossen, und zwar hat sie im Complete Guide auch geschrieben, wie man es auswertet. Also tatsächlich, wie man sich anguckt, welche Artikel jetzt gelesen wurden und wie weit sie gelesen wurden. Von daher, wer sich mit dem Scrolltracking beschäftigen möchte, unbedingt ihren Guide lesen auf analyticskiste.de. Ah, nee, gar nicht, analyticskiste.blog. Sorry. Genau, und dazu dann noch passend, hast du noch was an Nerdkram, Max? Das ist ja eher dein Ding. Vom Simon. Genau, ja. Ich habe, weil es einfach auch so ein bisschen dazu passt, ist, wer Scrolltracking nur dazu nutzt, um herauszufinden, ob überhaupt noch jemand sich auf der Website überhaupt bewegt. Für den wäre es natürlich auch eine super Idee, das Browserverhalten zu tracken. Es ist halt, wie gesagt, ist relativ nerdig, dementsprechend ist es auf simohava.com zu finden. Aber da geht es eben darum, tatsächlich mitzukriegen, ob dieser Tab da jetzt gerade geöffnet und auch wirklich benutzt wird. Und wer da Bock drauf hat, der findet eben auch einen Link. Damit wir jetzt hinkommen, mache ich den nächsten Punkt auch. Und zwar ist das der Livestream. So Jahr für Jahr reden wir ja davon, dass Google Produktneuerungen in so einem Livestream vor sich hin announced. Ja, und du schaust sie immer. Und ich gucke die immer, so im letzten Jahr habe ich, glaube ich, irgendwie den Falschen gesehen oder so. Ich kann mich recht entsinnen, dass ich irgendwie da enttäuscht gewesen bin. Aber ich werde es auch dieses Jahr wieder versuchen und schaue mir die Produktneuerungen an. Das wäre jetzt auch die richtige Stelle, um eigentlich den Timo zu fragen, ob der uns schon was erzählen kann von Produktneuerungen. Aber so der muss dann sagen, bis dieser Livestream stattgefunden hat, darf der eh nichts sagen wahrscheinlich. Ich höre dich nicken, ja. Also lassen wir das einfach. Und also der Link führt euch da zum Artikel, wann das ist, wie das ist und wie man sich da vorregistrieren kann, glaube ich, stand auch drin. Und damit sind wir schon im nächsten Punkt. Genau, und der nächste Punkt ist ein Recap vom Measure Camp London, und zwar die Vero war da, die Vero Hahn von Morefire.
die war wieder mal da und hat geschrieben, wie sie es gefunden hat, wie die Sessions waren und von ihr eine ganz klare Empfehlung, zum Measure Camp hinzugehen. Und das findet auch wieder statt, ich glaube, im Oktober das nächste Mal. Bald gibt es auch wieder die Tickets. Lohnt sich auf jeden Fall. London lohnt sich sowieso immer eine Reise wert. Und Vero schreibt halt ein bisschen, was sie gelernt hat, was es für Sessions gab. Und ich werde wohl beim nächsten Mal auch wieder in London dabei sein. Diesmal hat es nicht geklappt. Markus, du vielleicht auch mal? Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ich kann sowieso von jetzt an nicht bis ins nächste Jahr schauen. Deswegen muss ich das später entscheiden. Und von Timo hatte ich schon mal zwei Mitarbeiter getroffen beim Measure Camp in London. Ja, sehr schön. Verstehe ich. Ist eine tolle Veranstaltung, lohnt sich. Tickets kosten nichts und enorm viel Wissen. Simo ist meistens da und erzählt auch ein bisschen was und auch alle anderen, die sowas in London und Umgebung zu sagen haben. Unbedingt durchlesen und beim nächsten Mal dabei sein. Ich übergebe an dich, Markus. Ja, okay. Der nächste Punkt, den ich rausgesucht habe, steht bei metrica.de im Blog und da geht es um das Thema Data Sampling in den Reports bei Google Analytics. Ist auch so ein bisschen ja ein Dauerbrenner-Thema, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Hat der Mike Bruns hier von Metrica auch, glaube ich, schon mal eine eigene Podcast-Sendung zugemacht. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass angesprochen wird. Aber weil da eben auch sinnvolle Tipps drinstehen, wie man das Thema vielleicht, wenn es einem begegnet, umgehen oder zumindest reduzieren kann, kann da jeder, der schon mal diese blöden gelben Hinweise sieht, sich das nochmal durchlesen. So, kurz super. Schmerzlos. Okay. Und zwar Advanced Analytics mit 360 Suite. Analytics in 360 kommen ein paar neue Funktionen, ein paar als Beta genannte Funktionen, so ein bisschen tiefergehende Analyse. Und ich glaube, da weiß dann der Timo bestimmt mehr. Auf jeden Fall meine ich, die schon länger gesehen zu haben. Und zwar ganz unten war so versteckt dieses Advanced genau Analytics. Das ist schon eine ganze Weile da auch mit Timo, drin, kannst du das sagen, ohne neue große Ankündigung war es plötzlich da. Und genau darum geht es, ist aber noch tatsächlich als Beta gelabelt und genau. So wie ich bisher die Kommunikation auch mit Google dazu sehe, ist es auch noch in einem relativ frühen Stadium, also noch nicht komplett ausgerollt oder so, dass es das Beta-Label verlieren würde. Ja, da ist ja auch ein Blogpost drin, dass es halt noch Beta ist und mich hat es gewundert, weil ich das halt schon jetzt irgendwie seit 2-3 Monaten, glaube ich, schon bei einigen Kunden habe und von daher dachte ich schon, hups, kommt da noch was Neues, aber also glaube, wird wahrscheinlich auch unten erstmal hängen bleiben in der Navigation. Und dann, ja, cool. Aber schon mal schöne Sachen halt, schönere Funnels, schönere Customer Journeys, alles bisschen schöner, bisschen tiefgehender. Also ich finde, 360 macht sich richtig. Früher fand ich ja, dass 360 eher so ein bisschen war, einfach nur mehr Hits und jetzt halt viel mehr Funktionen auch. Finde ich schon sehr cool, was man damit machen kann. So, wer also 360 Kunden hat oder selber in der Firma 360 nutzt, gerne mal durchlesen. Und dann mal gucken, ob ihr schon links unten da diese neuen Reports habt. Und damit übergebe ich wieder an Markus. Ja, weil schöner ist immer schöner. Nächster Punkt geht auch wieder super schnell. Aus dem Morfire-Blog ein Beitrag, auch ein überschaubarer Beitrag. Es geht darum, wie man Affiliate-Sales mit dem Google Tag Manager messen kann. Habe ich deswegen einfach genommen, weil es exemplarisch auch mal aufzeigt, wie man überhaupt, wenn man irgendwas messen will, wie man da vorgeht und das da auch in aller Kürze und ohne viel auszuschweifen da vorstellt. Also wer irgendwie mit Affiliate Sales zu tun hat und da eben selber mal tracken möchte, ob das, was man da so vom Affiliate nachher so bekommt, denn auch mit der in der eigenen Webanalyse messbaren Realität übereinstimmt, der findet den Link in den Shownotes und fertig. Wobei das ja eigentlich der Conversion-Tag ist. Also ich fand die Überschrift ein bisschen verwirrend mit Affiliate Sales mit dem GTM-Messen. Das war ja eigentlich das Feuern des Conversion-Tracking-Codes, so wie ich es gesehen habe. Es ist eigentlich das Feuern. Ja, aber du kannst dir ja einen eigenen Affiliate-Sale-Code basteln und da dann den Sale mitmessen. Also so hatte ich den Fall verstanden. Da ich keine Affiliates betreue, tue ich das nicht. Ja, aber ich gehe davon aus, dass man, also hier ging es ja wohl eher darum, dass man sich aus den aus der Datenschicht, wo ja sowieso alles im E-Commerce ja drinsteht, ne, dass man sich die Dinge rausholt und dann in den in das eigene Sales-Tracking dann übernimmt, damit man Umsätze mit in das Ja, das habe ich auch gedacht, aber ich hatte mal genauer reingelesen, weil das wäre nämlich dann mein Hinweis zu denen, die das machen wollen, den Data Layer neu zusammenbauen und wenn du ihn nämlich selber bastelst, ohne das eingebaute Data Layer übernehmen, im Code zu nehmen, kannst du nämlich Dimensionen
bei den Produkten und bei den Transactions direkt übergeben an dein Enhanced E-Commerce. Geht aber nur, wenn du den sozusagen selbst wieder zusammenbaust, nicht über das normale Data Layer. Für diejenigen, die mich verstanden haben, die wissen, glaube ich, was ich meine. Ja, das freut mich. Also ich glaube, ich habe auch verstanden, worum es geht, aber weil ich eben weit weg bin. Ja, ich glaube, ich packe den Link dazu noch rein. Ich glaube, der Simo hat dazu was geschrieben. Ja, das ist doch prima. Dann können wir das noch ergänzen, bis es erscheint. So, und dann kommt noch ein letzter Punkt. Und damit sind wir auch genau, bei mir. Punkt. Genau. Und zwar, wie man Navigationspfade analysieren kann, werde ich oft gefragt. Und da hat Love's Data hat dazu was veröffentlicht. Kurz und knapp einfach wirklich, wo surfen eigentlich Leute lang, in welcher Reihenfolge? Das findet ihr bei Love's Data. Der Link ist in den Shownotes. Und damit wären wir mit unseren Funsch. Ja, aber Mensch, das macht doch der Userflow. Dafür ja? Ist der doch da. Muss man den so lange erklären? Wahrscheinlich. Ja, nee, finde ich gut. Ja, dann sind wir schon durch die Fundstücke und haben nicht ein einziges Mal das böse Wort gesagt dabei. Gucken wir mal, wie lange wir das durchhalten in der nächsten Sendung. Ja, dann kommen wir zum Ding des Monats, nämlich die Studie, die du mitgebracht hast und die verfügbar ist. Ab wann ist die schon draußen? Wir haben gewartet, bis sie als Printversion fertig ist und wir haben ja allen Teilnehmern der Studie versprochen, dass die sie auch als erste kriegen. Deswegen sind wir jetzt dabei, dass die Teilnehmer die auch alle kriegen. Und wenn sie die alle haben, dann werden wir die auch natürlich veröffentlichen. Nee, okay. Wir haben extra ja, ich frage deswegen, weil es ja sein kann, dass wir sonst nachher mit der Folge etwas schneller sind als mit der Studie. Gut. Alles klar. Dann vielleicht zur Einleitung ganz kurz, also diese Studie an sich, wer noch nicht weiß, worum es geht, du sagst bestimmt gleich noch ein paar Worte dazu, ein paar warme, aber die ist ja nicht zum ersten Mal durchgeführt worden und wir reden hier im Podcast nicht zum ersten Mal darüber. Das heißt, wer das vor gut einem Jahr noch nicht gehört hat, der kann in seinem Podcatcher auch einfach noch mal ein bisschen zurückgehen, weil da haben wir ja auch schon über die Studie des letzten Jahres gesprochen, da hast du uns auch schon ein paar Details zu dir, zu Trecken und zu sonstigen Dingen erzählt, insofern können wir uns jetzt gerne auf die Studie konzentrieren, das heißt nicht, dass du dich nicht kurz noch mal vorstellen darfst, aber wer da in epischer Breite irgendwie noch Details braucht, der findet die auch schon im Audioformat bei uns auf dem Kanal. Jetzt, magst du gar nichts mehr sagen, sorry. Genau, den Link so, dann in die halt, das war es, schön, dass ihr dabei war. Nein, genau. Ja, das war die Studie, das ist noch nicht raus. Danke, dass alles du hier warst. Vielen Dank. Also genau, ich bin nee, Timo, so, wir schneiden das nicht raus, wir lassen das so. Insofern. Tracking Web Services GmbH. Was das Wort, bitte. Wir haben ein Jubiläum zu feiern dieses Jahr, nämlich das 10-jährige Gründungsdatum. Das heißt, wir haben vor etwas über 10 Jahren mittlerweile mit Tracken angefangen. Und seitdem fokussieren wir uns auf die Themen digitale Analyse, Conversion-Optimierung und noch so ein paar Themen drumherum, wie Double-Click, viele Analytics 360-Themen natürlich. Wenn es da Interessenten geht, gerne immer melden. Und was ich sagen darf, auch wenn es sehr verklausuliert ist, es gibt durchaus alternative Preismodelle. Und wer daran interessiert ist, kann sich dabei mehr melden. Genau, unabhängig davon, ich habe selber 3 Bücher geschrieben über Google Analytics, ehrlicherweise nicht mehr so ganz aktuell, weil das jetzt schon ein paar Jährchen her ist, aber sicherlich noch einiges Korrektes dabei. Und genau, wir sind mit Tracken, das ist vielleicht noch ganz interessant, weil da hat sich einiges getan im Vergleich zum vergangenen Jahr, als wir diesen Podcast gemacht haben. Wir haben unser Headquarter nach wie vor im wunderschönen Hamburg. Aber wir haben gedacht, wir machen mal ein paar Auslandsbüros auf und das haben wir auch getan in der Zwischenzeit und haben deswegen Büros in Barcelona, in Zürich und in München und planen auch noch weitere. Also spannende Zeiten bei nicht nur in der digitalen Analyse, sondern auch bei Tracken. Das hattest du aber, schon im letzten Podcast da. Gesagt, da hattest du die als erstes veröffentlicht, jetzt, die Stellenausschreibung in Barcelona. Ich glaube so ungefähr 8 Leuten in Barcelona vor Ort. Genau, ja, aber cool. Nicht schlecht. Ja, auch. Das sind dann auch. Das Interessante an Spanien oder an Barcelona. Also, das sind dann Spanier, die den spanischen Markt da auch erobern für Tracking. Also, sehr, sehr, sehr international. Und wir haben in Barcelona neben dem Abdecken, der Abdeckung des spanischen Marktes und dem Vorantreiben unserer Services in Spanien, das ist natürlich auch eins der Kernthemen dort vor Ort, haben wir dort ein globales Support-Hub. Sprich, wenn du jetzt als Beispiel, du bist jetzt meinetwegen, ich sag mal, Daimler oder so,
Und du bist ziemlich global aufgestellt und hast dann Analytics eingebaut. Und dann hast du natürlich in jedem Land der Welt mal irgendwo irgendwelche Fragen. Und dann fragst du Google, ja, wie mache ich denn das jetzt? Und dann sagt Google, na, wir können dabei auch nicht helfen global. Such dir doch irgendeinen Partner. Und dann sagt Daimler, nee, ist ja blöd, ich will ja nicht mit so vielen Partnern arbeiten, ich will ja globalen einen haben, der sich auskennt. Und dann sagt Google, nee, da gibt es aber keinen. Und deswegen haben wir gesagt, doch, soll es halt geben, und das sind wir dann nämlich. Und in Barcelona haben wir jetzt quasi einen globalen Support-Hub mit tatsächlich auch bewusst der Abdeckung mehrerer Sprachen. Also unser internationales Team, und die machen dort quasi so First-Level-Basis-Support für alle Analytics, Google Tag Manager und Double-Click-Fragestellung von globalen Unternehmen. Ja, klingt sinnvoll. Ja, und offensichtlich hat das ja die Leute in Hamburg so entlastet, dass die Jahr in der Studie nicht nur die Digitalanalysten, also sondern auch die Conversion-Optimierer gleich mitgefragt haben. Ja, nochmal deutlich mehr Teilnehmer, die an der Studie teilgenommen haben. Das sorgt natürlich mal dafür, dass die Ergebnisse irgendwie auch etwas valider werden, je mehr Leute mitmachen. Und genau, wir haben gedacht, Conversion-Optimierung ist dann ja doch irgendwie relativ nah dran an dem Thema und auch eins der Themen, die wir ja auch seit über 10 Jahren machen, und deswegen dachten wir, nehmen das da mal mit zu, weil es ja sehr spannend ist und vor allen Dingen die ganzen Daten, die man halt über Analytics erhält, ja durchaus, wir wissen wollten, ob die denn eigentlich genutzt werden für die Conversion-Optimierung und für die Ableitung von irgendwelchen Testhypothesen. Und genau, deswegen haben wir das dann erweitert. Ja, und fand ich auch sinnvoll. Und wie gesagt, ich hatte ja im Vorfeld jetzt auch schon Gelegenheit, mal durchzuschauen durch die Studie. Und da gibt es ja durchaus auch Zahlen, die interessant sind und die vor allen Dingen interessant werden, vielleicht in der Wiederholung. Bei der Analytics-Trendstudie, wenn man da eben dann auch Trends ablesen kann. Dass wir die jetzt zum vierten Mal machen. Und ein Großteil der Fragen und der Antwortmöglichkeiten seit 4 Jahren identisch sind. Das heißt, wir haben mittlerweile echt einen ganz schönen Trend, den man erkennen kann. Und das wird in der Studie auch dargestellt, wo man die Veränderungen sehen kann. Quasi welche Themenkomplexe sich im Laufe der letzten 4 Jahre verändert haben. Das ist sehr, sehr spannend. Und das erhoffen wir natürlich uns bei der Conversion-Optimierung auch. Ja, Tools ist spannend, wobei ich finde, mal die Themen also digitale Analyse und Conversion, vor allen Dingen, wenn es um sowas wie Tools oder sowas geht, ne? Das Erste, was mir 10 Jahre irgendwie passieren lässt. Dann finde ich, ist in der digitalen Analyse sind permanent neue Themen dazugekommen. Also es hat sich unfassbar schnell entwickelt. Ja, wenn man vor 10 Jahren, da gab es noch keinen Tech-Manager, da gab es noch sowieso keine Attribution und einfach viele Themen, die noch gar nicht stattgefunden haben. Da hat man davon geträumt, wenn man, dass man irgendwie Cross-Device-Tracking oder sowas machen könnte. Da gab es ganz andere Themen. Und mittlerweile gehen die ganzen Dinge und sind alle da. Wir arbeiten täglich damit. Ich finde, in der Conversion-Optimierung ist es etwas weniger agil zugegangen und etwas weniger gravierende Veränderungen, die quasi permanent dazu kamen. Klar haben sich Tools verändert und es kamen welche dazu und es sind welche gegangen, aber von der Grundthematik, von der Grundfragestellung und von der Grundmessbarkeit und Umsetzung hat sich das nicht so gravierend verändert, aus meiner Sicht. Gerne Widersprüche, aber ich finde, die Entwicklung war in Analytics stärker als in der Conversion Optimierung. Von der technischen Seite und auch von der toolgetriebenen Seite. Also von der technischen Seite her. Guck dir mal einen Adobe Test und Target von heute an und von vor 10 Jahren an und guck dir einen Google Analytics von heute an und von vor 10 Jahren. Ich finde, die Entwicklung ist unterschiedlich steil. Ja, genau, das meine ich auch von der Technik her, also von Technologie, vom Tool her, ja, auf jeden Fall. Ja, liegt vielleicht auch ein bisschen an der Natur der Sache, ne? Also wir haben bei der Digitalanalyse ja auch viel mehr Dinge, wo Begehrlichkeiten aufkommen, ach, das würde ich gerne auch messen oder besser messen oder mitmessen, ne? Und die einzige große Veränderung, die ist so in den letzten, ja, vielleicht auch tatsächlich 10 Jahren im Bereich Conversion-Optimierung und Tools gesehen habe, ist, dass einfach inzwischen überall klar ist, das ist das einzige Thema tatsächlich, was wirklich von so einem Test neu das Thema halt nicht zu Ende ist. Das heißt, bei vielen ist auch so Personalisierung mit dazugekommen. Also bei Adobe ist da schon immer Test and Target, ne? Damals habe ich nicht verstanden, warum. Aber das ist ja inzwischen schon was anderes, ne? Also Personalisierung ist ja schon ein Stück weit in jedes Tool inzwischen Eingeflossen. Oder zumindest die Möglichkeiten, dann darüber die Personalisierung zu steuern. Der Prozentsatz der
Ich hoffe, wir können das jetzt herausschneiden, aber dass der Innovationsgrad deutlich höher ist in der Conversion-Optimierung, weil es sehr, sehr nah am Umsatz ist. Und deswegen müsste doch dort eigentlich ein sehr, sehr hoher Innovationsgrad sein, bis hin in Richtung, ich meine, alle reden über KI und Artificial Intelligence und Machine Learning und so. Und wenn man sich die Tools anguckt, finde ich, sind wir da noch ein Stück weit von entfernt. Hm. Ja, aber das mag sich ja auch noch ändern. Also wir sehen ja jetzt auch bei den Digitalanalysten, dass sich Priorisierung von Trends durchaus verändert. Ne? Ja. Da waren auch ein oder zwei Überraschungen, glaube ich, für mich in der Studie drin. Aber fangen wir vielleicht so ein bisschen, damit wir uns nicht ganz verlaufen, weiter vorne an. Oder du sagst jetzt so, wir können dir gerne drei Punkte gefunden, die ich ganz besonders bemerkenswert fand. Und die gehen wir in der Reihenfolge durch. Das ist mir natürlich auch recht. Genau. Also ich würde dann doch mal mitten reinspringen, genau, weil ich das tatsächlich da ganz spannend finde. Und zwar haben wir ja jedes Jahr eine Priorisierung der Themen in der Trendstudie. Das ist die Fragestellung dafür ist, wie stark priorisieren Sie die folgenden Themen 2018? Da ist jetzt Platz 1, Customer Journey, genau. Das war auch im letzten Jahr schon Platz 1 und davor war es Platz 2, also soweit fein. Kampagnen-Tracking und so ist immer ganz weit oben dabei. Mhm. Interessant ist es ja immer im Analytics-Bereich, welche Veränderungen es gibt. Und wir haben das jetzt ein bisschen als wie so eine Hitparade dargestellt und die größten Veränderungen tatsächlich auch signalisiert. Und da gibt es so ein paar ganz spannende Dinge. Also zum Beispiel Platz 3 ist Datenvisualisierung in 2018 als eines der Top-Themen. Das war in 2017 Platz 10 und in 2016 gar nicht dabei. Also ein ziemlicher Chartstürmer. Ja, schon krass, da kann man darüber diskutieren. Wahrscheinlich reicht den Leuten nicht mehr Excel-Zahlen rein. Data Studio, was Google auf den Markt geschmissen hat und wahrscheinlich auch ganz gerne mal in Meetings darüber spricht und das so ein Tool solch Themen Datenvisualisierung nach vorne treibt? Oder ist es ein Tableau, die einfach auch mehr Aufmerksamkeit bekommen haben in der Zwischenzeit, dass das Thema genommen wird? Oder ist es einfach, dass die Leute mit einem Analytics-Tool selber gar nicht mehr klarkommen und deswegen irgendwas brauchen, um es vernünftig zu visualisieren, weil es selber immer komplexer geworden ist? Aber das fand ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, dass das quasi tatsächlich so von 0 auf Platz 3 innerhalb von 3 Jahren schon der gravierendste Anstieg, den wir glaube ich, so gesehen haben. Ja, das ist mir auch aufgefallen, als ich die Ergebnisdokumentation hier mal durchgeblättert habe. Das ist ja auch ein Thema, was sich so ein bisschen wie ein roter Faden durchzieht. Ne? Man sieht ja auch an anderen Stellen so ein bisschen, ja, die Daten gehen eher raus aus Excel. Ne? So, also da sind dann Balken, die waren im letzten Jahr eigentlich noch größer, die sind jetzt tatsächlich kleiner geworden. Das ist natürlich auch mal was, wo man aufmerksam wird, ne? Warum ist das jetzt hier weniger wichtig und so. Man sieht plötzlich, ja, die Daten werden halt weniger jetzt in Excel oder sonst irgendwas weiterverarbeitet, aber offensichtlich in irgendwelchen Visualisierungstools. Ne? Und das zeigen eben genau solche Zahlen auch. Ne? Auch der Platz 4, der ist ja so ein bisschen mitgezogen worden, ne, von der Datenvisualisierung. Vielleicht nochmal eben, so hat es gesagt, auf Platz 1 ist die Customer Journey, das war sie vorher auch. Ne? Auf Platz 2 ist das Kampagnen-Tracking, das ist auch nichts Neues. Die Datenvisualisierung ist da völlig nach oben gestürmt. Von 10 auf 3 und mitgenommen hat sie dann so ein Stück weit das Thema Robotautomatisierung und Distribution. Top 10. War auch vorher irgendwie auf der 8, ist jetzt auf der 4. Das ist auch schon ziemlich erschreckend. Das ist schon ein ganz guter Anstieg. Hängt natürlich mit der Datenvisualisierung so ein Stück weit zusammen, klar. So, und da sieht man dann eben auch in anderen Fragestellungen, die ihr da habt, da kann man auch zwischen den Zeilen lesen einfach, dass die Leute da, ich weiß nicht, mehr Bedarf haben oder mehr Bock drauf haben. Das kann man natürlich jetzt interpretieren, wie man möchte, ne? Und ob mehr Datenvisualisierung jetzt zu mehr Insights führt, ist auch eine Sache, wo man wahrscheinlich lange drüber diskutieren kann. Aber dass es hier viel mehr Priorität erhalten hat in diesem Jahr als im Jahr davor, das ist schon offensichtlich. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass die Leute wirklich gewartet haben, bis es an so Kleinigkeiten liegt, wie dass Google dann mal die Hosen runterlässt und sagt, ja, nee, das Data Studio ist jetzt nicht nur für ein Jahr kostenfrei oder so, sondern ihr dürft das jetzt bis auf Weiteres oder wie auch immer es formuliert wurde, dürft es weiter nutzen. Ne? Also in einem größeren Laden ist es natürlich schwierig, da irgendwie ein Buy-in zu entwickeln, wenn man nicht weiß, ob
das, was man dann nachher an Know-how intern aufgebaut hat, dann nachher darauf angewiesen ist, dass man doch Geld für ein Tool ausgibt oder so. Ne? Aber wenn man jetzt sagt, so, jetzt hier also, erstmal einen zwar unklaren, aber unbefristeten Horizont für eine Nutzung, kann er natürlich da schon Türen öffnen. Dass es irgendwie an dem kostenlosen Modell etwas geändert werden sollte. Ja, das wäre auch ein bisschen blöd, ne? Sagen wir mal jetzt mal aus rein wirtschaftlich mal drüber nachdenkt, ne? Weil das ist ja kein Standalone-Tool, ne? Das ist ein Türöffner. So, und wenn das genutzt wird, dann genau, also deswegen das schadet das Google bleiben. Und den Google-Diensten und deren Nutzung mit Sicherheit nicht. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Ja, nee, aber schöner Einstiegspunkt, weil das fand ich auch eine der wesentlichsten Dinge. Da, wo ich mir gar keinen Reim drauf machen kann, ist dann, kommt dann nach dem auf Position 5 ja stehen gebliebenen Thema Tech-Management, dann die Datenkonsolidierung. Ne? Also vorher 10, dann im Vorjahr 13, in diesem Jahr auf Platz 6, also auch so als Neueinsteiger in den Charts. Also ich finde Datenkonsolidierung auch immer ein wichtiges Thema, weiß aber nicht, aus welcher Ecke das jetzt kommt. Ne? Liegt das daran, dass die Leute, die im letzten Jahr gesagt haben, wir müssen uns mehr mit Big Data auseinandersetzen, jetzt verstanden haben, dass die das erst können, wenn die Daten auch wirklich ansatzweise vernünftig miteinander kombiniert und konsolidiert sind oder nicht? Keine Ahnung. Hast du da eine bessere Erklärung? Die größten Herausforderungen sind tatsächlich auf der nächsten oder auf der übernächsten Seite. Da ist die größte Herausforderung, die und immer in den letzten Jahren auch schon gewesen, die Datenqualität. Mhm. Ja, das ist die größte Herausforderung. Nee, ist immer noch Platz 1, aber es wird ein Tick besser. Ja, aber ich glaube, dass Datenkonsolidierung trotzdem aber ja nicht mehr ganz so schlimm. Damit noch ein Stück weit zusammenhängt, das einfach irgendwie alles zusammenzubringen. Also ich glaube, dass dieses große Thema, und auf der nächsten Seite haben wir ja große Projekte mit Big Data und Tracking und Datenqualität so als Top-Themen, ich glaube, genau das spielt zusammen. Also wie kriegt man jetzt dieses Big Data und Webanalyse und Multi-Device und Offline und Online und Attribution, also die ganzen Buzzwords, wie kriegt man das eigentlich irgendwie zusammen und konsolidiert, dass da überhaupt noch irgendjemand was mit anfangen kann? Und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, weswegen diese ganze Datenvisualisierung so nach oben gestürmt ist, um halt die Komplexität irgendwie rauszunehmen. Und das gehört ja irgendwie zusammen. Ja, ich muss ja Daten irgendwie versuchen zu konsolidieren, um sie dann irgendwie wieder zu visualisieren, um sie irgendwie zu automatisiert zu distribuieren. Das sind ja alles Themen, die irgendwie im weitesten Sinne zusammenhängen, um die Komplexität versucht oder zumindest zu versuchen zu reduzieren. Ja, das ist glaube ich, gemeint mit der Datenkonsolidierung. Und das ist einfach so ein bisschen da jetzt nach oben gestürmt, also von Platz 13 auf Platz 6 in diesem Jahr. Weil die Welt einfach komplexer und schwieriger wird und die Unternehmen auch vielleicht weniger in Silos denken, als sie es früher getan haben. Innerhalb meines Silos ist es relativ easy, meine Daten zu verwalten. Wenn ich die Silos aufbreche, dann habe ich ein Konsolidierungsproblem. Ja, und ich finde ja gerade bei Datenkonsolidierung, fangen wir ja schon an, bei Analytics mit dem Kostendatenimport, wo wir die Daten zusammenziehen können, was ja auch viele nicht machen, weil das schon eine Herausforderung für die ist. Also leider noch viel zu wenig genutzt. Also das ist ja schon so ein Punkt, wo man sagt, okay, wir ziehen jetzt mal die Kosten zusammen, bevor wir erstmal gucken, ich finde, das ist durchaus positiv, die Umsätze zusammen, dass man zusammenpasst. Als Priorisierungsthema, weil das ja zeigt, dass die Unternehmen sich öffnen, auf jeden Fall mehr Daten und mehr Informationen im Grunde zusammenbringen zu wollen, statt dass ein einzelner Webanalyst in einer dunklen Kammer am Ende des Flures sitzt und vor sich hinbrödelt innerhalb eines Silos. So, und deswegen ist es eigentlich gut, wenn es nach oben geht. Auf jeden Fall. Ja, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie schon gesagt, also auch so andere Dinge, nichts von diesen Themen ist ja, oder ich sag mal so Tech-Management oder so, kann man natürlich isoliert betrachten. Ne? Aber viele andere Dinge hängen ja zusammen. Also solange die Customer Journey immer noch auf Platz 1 ist, und deren Verständnis hängen ja viele der anderen Punkte da mehr oder weniger zusammen. Ne? Datenqualität und Datenkonsolidierung ist natürlich auch, steckt da mit drin. Attribution sowieso. Ne? Und fand ich ganz spannend. Ja. Ja, Michael hat bestimmt eine Erklärung. Aber Attribution. Ich habe eine, aber die ist ja zynisch. Wahrscheinlich, weil KI jetzt kommt. Nee, also ich.
Ja, also vielleicht das, aber ich würde sagen, es ist einfach ein Zeichen der Ernüchterung. Ne? Das Thema Attribution ist doch irgendwie sehr gehypt und je mehr man sich damit befasst, wahrscheinlich als Unternehmen, desto eher findet man heraus, dass es sehr, sehr, sehr schwierig ist, irgendwas zu attribuieren, bevor man Entweder sich nicht das um oder das Messen möglichst vieler die Unternehmen Touchpoints haben es alle gelöst, bemüht hat und deswegen ist die sind Customer zufrieden Journey immer noch auf damit und 1. müssen es einfach nicht mehr Attribution ist priorisieren, weil es vielleicht läuft. was gesunken. Echt? Okay. Das Ja. stimmt. Wir schieben es mal nach hinten, wir können es jetzt ja. Ja, gut, das könnte auch sein. Ja. Ja, nee, das wäre schön, glaube ich aber nicht. Ne? Ja, oder es wird eben, also von irgendwelchen zeitfressenden Attributionsthemen Auch werden das finde ich Ressourcen spannend. abgezogen, um sich eben mehr Vor mit dem Platz 2016 darunter, überhaupt mit gar nicht Platz 9 platziert, zu befassen, mit 2017 war es Platz statistischen 12, Analysen jetzt und Platz 9, also Machine in den Top 10. Learning. Das könnte Taucht natürlich zum durchaus ersten Mal sein. auf. Meine Vermutung ist, dass es im nächsten Jahr nochmal deutlich höher sein wird, weil ich glaube, dass sich einfach immer mehr Unternehmen damit beschäftigen. Also wir tun es ja genauso, aber ich glaube, dass es einfach immer mehr Unternehmen gibt, die in Richtung statistische Analysen, Machine Learning da wirklich tief Ja, reingehen. das muss so sein. Also wenn 23% der Leute sagen, meine Projekte und Fragestellungen und Themen, die mich aktuell irgendwie umtreiben und wo ich Ressourcen reinstecke, 23% haben irgendwas mit Big Data zu tun. Ne? Gleich auf der nächsten Seite ist dann ja auch ein Top-Ergebnis. Ne? Also Big Data ist halt ein Top-Thema. Dann muss ich mich halt fragen, wie findet das denn statt? Ne? Also brauche ich Big Data, damit ich noch schöner Datenvisualisierung auf Platz 3 machen kann? Oder brauche ich eben hier meinen Platz 9, nämlich eben Machine Learning und statistische Analysen, um mit diesen ganzen Daten überhaupt was anfangen zu können? Wahrscheinlich eher B. Ne? Also ich hoffe nicht, dass die Wobei ich Leute Big glaube, dass Data die Big deswegen nur Data nutzen, sagen und damit Machine die Learning meinen. Datenvisualisierung irgendwie schöner wird. Weil ich frage mich, wo sollen denn diese Big Data herkommen? Also in der Webanalyse, so viele Daten haben wir eigentlich gar nicht. Also es ist echtes Big Data Ja, kann ja ist. sein. Von daher glaube ich, dass da schon mit damit mit reinhängt. Weil das wäre eine offene Frage, von daher glaube ich, dass eher dieser große Bereich damit gemeint ist. Ja, stimmt. Es war ja vom Verfahren her würde das auch dafür sprechen, ne? Weil wenn es wirklich so ein wichtiges Thema ist, warum ist es dann nicht Genau. in meiner Ja, es ist Top ja auch, Ten-Liste der priorisierten das Thema Themen Big drin? Data allgemein auch etwas vielleicht sehr weit umfassend Steckt es ja definiert eigentlich ist nicht, ne? für jeden Einzelnen. Also. Ja, gut. Genau, und da gehört halt für ganz viel zu einfach Im Machine weitesten Sinne Learning und sowas gehört halt viel dazu, ist auch glaube ich. Also einfach so Kampagnen-Tracking dieser Big Begriff Data, Big ne? Also Data, diese ganze fällt ja Welt. eine ganze Menge runter. Ja, für mich nicht, aber. Ja, für mich erst ab einer sehr, sehr Und enormen Segmentierung. Kampagnenstärke. Ja, so wenn du genau, wenn du es schaffst, wirklich alle Leute bei Facebook zu targeten, dann wirst du wahrscheinlich Big Data bekommen. Ja, nee, gut, aber das, wie gesagt, das sind ja so Dinge, also gerade eben solche Veränderungen, hast du ja selber auch gesagt, ne? Also wir tendieren ja dazu, uns irgendwie Veränderungen und Ausreißer anzuschauen, aber speziell halt Das diese finde ich, eine das geht Liste der aber, das finde ich, priorisierten geht weiter. Themen, fand ich Absolut, das eben finde ich, geht schon, also da weiter kann zwei man Seiten sehr, sehr später lange bei drüber nachdenken der und ganz viel Frage reininterpretieren, größte wenn man möchte. Herausforderung Alleine schon 2018 versus eine große vor Bewegung, die da Jahre, stattgefunden da hat. sieht man nämlich auch ganz schöne Veränderungen. Also wir hatten es ja gerade schon kurz gesagt, die Datenqualität wird offensichtlich besser oder ist eine weniger große Herausforderung, als es vor 2 Jahren der Fall war. Es geht in eine gute Richtung. Ich finde da ganz interessant, dass die internen Prozesse deutlich oder sind auf Vorjahresniveau geblieben, aber im Vergleich zu vor 3 Jahren weniger herausfordernd offensichtlich. Und das Know-how. Und das ist ja etwas, ich meine, an dem arbeitet ihr, an dem arbeiten wir, dass wir ne, irgendwie den Menschen erzählen, wie man Dinge machen kann, durch Blogs, durch Podcasts, durch Konferenzen und dies und das, dass das offensichtlich Früchte trägt, weil vor 2 Jahren, also 2016, war Know-how mit 42% noch das größte Problem oder die größte Herausforderung. Jetzt ist es mit 21% im Mittelfeld. Nee, das stimmt. Also das kann tatsächlich am Informationsangebot liegen. Ja. Normalerweise würde ich sagen, wenn ihr jetzt früher mehr Leute befragt hättet und jetzt weniger, würde ich sagen, vielleicht ist es auch nur zufällig, weil das Profil der befragten Leute sich geändert hat. Aber dagegen spricht ja, dass jetzt irgendwie mehr Leute an der Studie teilgenommen haben. Ne? Also
theoretisch sind die Zahlen ja besser. Ne? Das könnte ja zum Beispiel auch bedeuten, dass dieser Rückgang des Themas Datenqualität von 40% auf 36% ist ja eher marginal, sage ich mal. Ja? Dass die Reihenfolge hier ganz anders wäre und dass es jetzt hier tatsächlich daran liegt, dass man mehr Unternehmen da jetzt gefragt hat. Ne? Aber so richtig so signifikante Veränderungen zum Vorjahr haben sich ja da ja eher in anderen Bereichen ergeben. Ne? So Mitarbeiter finden, tut jetzt plötzlich viel mehr weh. Ja? Also das ist einfach noch schlimmer geworden, ne? Passendes Personal zu finden. Was vielleicht eben auch damit zusammenhängt, dass man jetzt nicht nur jemanden sucht, der Reports verschicken kann, sondern jetzt muss der sich vielleicht auch noch mit Machine Learning und Big Data auseinandersetzen, was immer jemand dann gerade drunter versteht, haben wir ja gerade gesagt. Ne? Das heißt also, wenn das Anforderungsprofil auch noch komplexer wird, da habe ich jetzt noch eine schöne These gehört, dass die meisten Digitalanalysten gar nicht artgerecht gehalten werden. Dass sie nämlich in Einzelhaltung gehalten werden und dass sie eigentlich immer gerne zu zweit arbeiten, um sich gegenseitig Bälle zuzuspielen. Dass also Unternehmen in der Regel nur einen brauchen für die Arbeit, aber eigentlich die zusammenarbeiten, dann haben sie sozusagen einen Counterpart. Mhm. Fand ich eine sehr, sehr spannende These, warum die nicht so lange in Unternehmen bleiben können, weil die einfach keine Herausforderung haben, um sich über ihre Themen auszutauschen. Wir müssen ja noch nicht aber die Lösung kann ja nicht sein, passen, aber die Frage sagen, ist halt, zwei Webanalysten, die gut zusammenpassen. Abteilungen in einem etablieren, wo nur einer sitzt. Das ist halt die Frage dann auch. Zum Beispiel. Naja, fand ich die These fand ich total spannend. Also, ja, da muss man da zwei Halbtagsstellen draus machen in zwei Unternehmen. Ja. Wir machen den Podcast ist ja auch beide nicht alleine. Habe ich so nie drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist auch durchaus nachvollziehbar. Klingt aber eigentlich schon ganz sinnvoll. Ja, also bei vielen anderen Themen ist es ja auch so. Ja, aber speziell hier ist das vielleicht, wenn du jetzt der einzige Buchhalter noch bist, dann hast du ganz klare Prozesse sagen. Und weißt, was du tun musst. Da musst du dich ja gar nicht austauschen, weil du wahrscheinlich keine Fragen haben wirst, weil alles prozessualisiert ist. In der digitalen Analyse gibt es immer Fragen, die du loswerden musst. Ja. Da, genau. Und wenn du da aber keinen hast, an den du dich wenden kannst. Wir haben nur Fragen. Ja, und halt keinen auf der gleichen Ebene. Also man kann immer natürlich mit anderen Abteilungen austauschen, aber es ist ein anderes Level dann automatisch. Genau. Ja, also alle, die suchen, ne, sollen sich das vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen. Klingt auf jeden Fall nach einem vernünftigen Ansatz. Ja, Ausreißer. Wo habe ich denn noch mir einen besonders interessanten Ausreißer aufgeschrieben? Hat noch jemand einen interessanten Ausreißer? Genau, danach kommt ja die SWOT-Analyse. Da waren jetzt auch die offenen Fragen stellen. Zur Seite einmal zusammenfassen. 17 inzwischen. Ne? Mhm. Ja, finde ich auch immer relativ interessant. Aber da jeder reinschreiben kann, was er will, bei Stärken und Schwächen, ne? Und Chancen und Risiken, habe ich mich eher auf diese Zusammenfassung, die dann da folgt, konzentriert. Und weil es ist einfach so, am Ende des Tages, wenn du lang genug fragst, wirst du jeden Punkt auf jeder der Liste wiederfinden. Ne? Und selbst hier in der Zusammenfassung ist es ja so, ne, das Thema datengetriebene Entscheidungen, ne, das ist für den einen ist es die Stärke, für den anderen ist es bei den Schwächen, also bei den top genannten Schwächen dabei. Und wenn man jetzt nicht nur die Top 3 nimmt, dann muss man wahrscheinlich nur lang genug irgendwie unten reingehen, dann findet man bei dem einen noch bei den Chancen, bei dem nächsten bei den Risiken. Ich finde genau Geld spannend, wollte ich auch gerade sagen. Warum fand ich die Budgetveränderung super? Das ist sogar die 24, auf die ich gehen wollte, nämlich die, wie wird sich das Digital Analytics Budget. Ja, da sind wir ja schon ganz elegant bis zur Seite 23 vorgezogen. In dem Unternehmen verändern, das war die Frage. Und da ist eigentlich, kann man eigentlich sehen, dass wir in einer ganz netten Branche leben, weil alles steigt. Ja, also die sinken, sind wirklich vernachlässigbar. Ja, und da sind ja auch die 36% sagen mehr als. Ja, genau. 10% Steigerung. Und das ist schon ganz, ganz nice, finde ich. Ja. 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 Das wird jedes Jahr, wird der Kuchen größer. Ich glaube, da haben wir uns im letzten Jahr auch so ein Stück weit drüber gefreut, ne? Ja. Nee, ist ja aber auch so, ne? Es ist ja nicht automatisch gesetzt in jeder Branche, dass die eingeplanten Budgets steigern, ne, steigen, ne, und man das eben auch rechtfertigen kann. Ja.
Ja, aber die Rechtfertigung steckt eben in den Themen wahrscheinlich, die wir eben auch schon angesprochen haben. Also wer sich jetzt mehr mit, also auch nochmal zu den Chancen zurück, bei vielen stand ja auch sowas drin wie Machine Learning, Predictive Analytics, Forecasting und sowas, geht ja alles in eine klare Richtung. Wobei ich mich auch gefragt habe bei und, der Antwort. Oder bei da hat man sich wahrscheinlich vor zwei Jahren noch nicht so mit befasst, wie man es sich jetzt was wünscht. Da dementsprechend muss man wahrscheinlich auch ein bisschen was investieren. Eine Rolle spielen mögen. Ja, also wenn man sich jetzt, nehmen wir mal jetzt Google Analytics, und die Steigerungsraten der Analytics 360-Kunden in Deutschland oder in DACH, die sind ja in den letzten drei Jahren, sind die, ich kenne keine genaue Zahl, aber ich... nee. Ich dachte, jetzt kommt genaue Zahl, habe ich gehofft. Aber die sind ja deutlich gestiegen in den letzten Jahren und natürlich ja auch damit verbunden, kostet halt Geld. Also dafür muss man auch ein Budget einplanen. Insofern ist das allein ein Grund, dass wahrscheinlich auch schon mehr Geld investiert wird, wobei ich aber ja dadurch noch keinen sofortigen Gewinn habe, weil ich erstmal ein Tool bezahlen muss. Der Gewinn kommt ja danach, oder die Erkenntnis kommt ja danach erst. Ja. Ja. Ja, aber nutzt ja nichts, ne? Also man würde ja wahrscheinlich das Geld viel mehr gerne in mehr Personal investieren, aber es ist ja, wie wir herausgefunden haben, schwierig, das zu rekrutieren. Muss das Geld halt irgendwie in Tools gesteckt werden. Ja, aber es spricht ja nichts dagegen. Ne? Also Marketingbudgets vernünftig auszugeben, war ja absolut eigentlich noch nie ein Problem. Ja. Wenn dann jemand aber solange es dann nicht in sinnlose Kampagnen gesteckt wird, sondern vielleicht tatsächlich doch in bessere Erfolgskontrolle, dann ist mir das durchaus recht. Und dann danach auch quasi ins Consulting oder in die Umsetzung mehr investiert wird, weil einfach der Aufmerksamkeitsgrad höher ist, wenn so ein Tool schon mal da ist. Ja, also in meiner einfachen Welt ist das so. Ne? Also wenn tatsächlich so viel Geld in ein Tool investiert wird, keine Zwischenmeldung, wir sind bei spätestens bei da muss man doch auch Stunde dafür sorgen, dass da Insights. Wollen wir jetzt mal noch auf die Conversion-Optimierung eingehen? Cool. Ja, gut. Was war da deine größte Überraschung, Timo? Was hast du da gesehen? Was fandst du am spannendsten? Ja, gerne. Am spannendsten, also so, ich fand keine total vom Hocker hauenden Neuigkeiten dabei. Also, wenn man jetzt sieht, welche Tools sind am meisten verbreitet, ja, das sind die, von denen man jetzt auch irgendwie ausgehen würde. Finde ich jetzt, also ich weiß nicht, ob für euch da was Überraschendes bei war, aber fand ich jetzt relativ okay. Hätte ich auch so erwartet. Anzahl der Tests hätte ich auch grob erwartet, dass eher sehr kleine Unternehmen wahrscheinlich auch einen Ticken weniger Tests machen als größere Unternehmen, die vielleicht mehr Ressourcen haben. Ja, also ich fand spannend, 50% sagen ja, 1 bis 2 Tests pro Monat. Das heißt für mich, die testen gar nicht. Sorry, aber wer sagt, ich teste 1 bis 2 im Monat, hat ja Conversion Optimization meiner Meinung nach noch nicht wirklich verstanden. Hm. Oder seht ihr das anders? Weil 1 bis 2 Tests sind ja fast nichts. Ja, wahrscheinlich ist es. Ja, kommt dann nun drauf an, wo, aus welchen Kanälen man überhaupt genug Traffic bekommt, um auch sinnvoll zu testen. Ne? Also ich, es ist ja auch nicht das Ziel, 1 bis 2 Tests pro Monat zu machen in diesen Unternehmen, hoffentlich, sondern die kriegen einfach nicht mehr fertig in der Zeit. Und dann ist das, finde ich, ist 1-2 Tests viel besser als 0 bis 0 Tests. Ja? Und wenn man sieht, dass ich meine, jetzt die Unternehmensgröße spricht natürlich jetzt nicht, steht nicht im direkten Verhältnis zum Traffic-Umfang, aber auch wenn ich jetzt die größeren Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern nehme, die machen zwar häufiger Tests und kommen so auf 5 im Monat, aber auch das wäre ja eigentlich, also da gibt es natürlich auch Websites, die lachen sich darüber kaputt. Ne? Ja. Aber so ist das halt mit Schnitten. Ne? Also ich hätte die Zahlen vielleicht auch etwas höher erwartet, aber so super überraschend fand ich die jetzt nicht. Und vielleicht auch für die Leute, die die Studie jetzt nicht irgendwie vor Augen haben, weil das eine hat ja vielleicht auch ein bisschen mit dem anderen zu tun. Hast eben gesagt, so bei den Testing-Tools hattest du jetzt keine große Überraschung drin. Vielleicht gehen wir trotzdem kurz nochmal die Reihenfolge durch. Also ganz vorne mit knapp der Hälfte, also 45% ist irgendwie jetzt noch, sage ich einfach mal dazu, Optimizely. Ja. Dann folgt nochmal in Klammern schon mit 35% jetzt Google Optimize und dann kommt halt ein eigenes Tool und Visual Website Optimize und sonstige Adobe Test and Target nur noch mit 10% und dann schon A-B Tasty mit 9% dahinter
Und den Oracle Maximizer kenne ich zum Beispiel gar nicht, macht nichts. Der hat dann noch 7%. Ne? Das heißt also, die Tool-Landschaft wird eigentlich, sagen wir mal, von zwei Standard-Tools dominiert, Optimizely und Google Optimize. Und dann ist ja schon irgendwie, der Rest teilen sich ja einen großen Anteil eigene Tools oder sonstige Lösungen und dann eben noch so ein paar Namen, die man kennt. Ne? Und dann musst du dir halt anschauen, wer arbeitet also denn da überhaupt mit. Ich ne? Auch, also es kann schon sein, dass die Anzahl der Tests aber was der damit mit ist einem größeren Marktdurchdringen von Google Optimize dann eben auch ansteigt. 32, ne? Also welche die gleiche Frage, die wir auch schon gerade im Analytics-Bereich haben, haben wir auch in der Conversion-Optimierung gestellt, was die größten Herausforderungen sind. Und da ist ja auf Platz 2 mit 35% das Traffic-Volumen. Und wenn das mein größtes Problem ist und das ein Drittel der Unternehmen betrifft, als größte Herausforderung, dann kann Traffic-Volumen ein essentieller Grund dafür sein, dass ich einfach nicht endlos viele Tests im Monat durchführen kann. Plus die Themen, die dann danach noch kommen an Herausforderungen, sowas wie geeignete Mitarbeiter, Tracking-Qualität, Stellenwert und so weiter. Ja, und was ich ganz lustig fand, war der Punkt danach, Implementierung der Testsieger sehen 17% als Herausforderung. Oder mich als Lieblingsthema. Ja, aber genau, das ist ja die, also ich finde halt Budget dabei, und Implementierung, ne? Ressourcen. Also wenn ich teste, muss ich auch die Ressourcen für die Umsetzung haben. Da gehört ja, also das gehört zum Budget dazu, finde ich. Und da finde ich halt 17%, also nur finde ich schon wenig, dass das keine Herausforderung ist. Na, aber ich finde, wenn ich die Herausforderung habe, einen Testsieger zu implementieren, dann teste ich ja schon. Das heißt, ich habe ja dann schon einen Testsieger und habe dann das Problem, diesen Testsieger das bessere Ergebnis umzusetzen als quasi neuen Default. Ja. Und wenn das mein Problem ist, dann habe ich da tatsächlich ein Problem. Ja. Darum haben die Tools da auch, dass sie zum Schluss in der Regel den Gewinner ausspielen erstmal, bis es umgebaut wird. Wahrscheinlich sehr lang. Ja, aber das scheint die traurige Realität zu sein, die hier so zwischen den Zahlen schlummert. Ja, aber ne? das fand ich ein sehr überraschendes Ergebnis, dass das 17% als Herausforderung ist. Ja, damit verschenke ich im Zweifel ja wirklich Geld. Also, ja, klar. Kann ich ja meine Prozesse hinterfragen. Ja. Ja, und vor allen Dingen, ich weiß es dann ja jetzt, ne? Also so bevor ich teste, weiß ich es ja nicht, ist nicht so schlimm. Aber wenn ich mir mit dem Test ausrechnen kann, was ich durch Nicht-Implementierung eben verliere, müsste das ja eigentlich ganz von selbst Priorität bekommen, sollte man meinen. Da ist es wahrscheinlich dann eher irgendwie die Technik neue Sachen. Die zeitlichen Ressourcen, die man in der IT dann damit blockieren kann. Die Leute halt glauben, dass irgendwas wichtig oder besser oder sonst was ist. Klingt eher nach organisatorischen Problemen. Sei es, wenn es darum geht, den Checkout-Bereich irgendwie optisch anzupassen, weil es jetzt schöner aussieht, ohne zu testen und online zu stellen. Und dafür sind Ressourcen da. So sehe ich das oft. Leider. Und das dann ohne Test. Das kann sein, ja. Aber noch ein weiter Weg. Das kann stimmen, ja. Spricht auch, sieht man vielleicht auch so ein bisschen, wenn man sich anschaut, wo überhaupt getestet wird. Ne? Also auch eine sehr interessante Fragestellung fand ich. Wo würden denn überhaupt, auf welchen Seitentypen werden denn überhaupt Tests durchgeführt? Ne? Und das Erste, was einem eben einfällt, ist so, ja klar, hier so Produktseiten, Checkout, Landingpages. Ne? Das sind dann auch die ersten drei Einträge hier in der Liste. Und man sieht eben auch, auf Produktseiten wird eigentlich oft bis immer getestet bei mehr als der Hälfte der Leute, die dann da testen, sind da eben auch Produktseiten dabei. Ne? Und dass bei Landingpages zum Beispiel der Anteil von oft getestet kleiner ist als der von Produktseiten, ist ja nur der Tatsache geschuldet, dass der Immer-Balken da größer ist. Ne? Das heißt also, auf Landingpages wird eben auch ordentlich getestet, und zwar mit deutlich mehr als der Hälfte der Landingpages, die es da so draußen gibt. Aber dann gibt es eben auch Bereiche, da wird eigentlich gar nicht so viel getestet. Ne? Also so im Content-Bereich testet wahrscheinlich keiner was. Jetzt ist halt die Frage, was ist damit gemeint, ne? In Content-Seiten und Testen. Die Content-Seiten, so wie ich es verstehe, das ist immer der Kram, der existiert, um nicht nach Shop zu stinken und trotzdem irgendwie vielleicht irgendwie am Umsatz beteiligt zu werden. Das heißt, die Leute, die auf Content-Seiten was testen, testen wahrscheinlich dann da die Anbringung und Gestalt ihrer Brücke, ihres Call-to-Actions, ihres vorsichtigen Produktbuttons oder sowas. Ne?
Aber das ist ja, aber da, sagen, wo ja normalerweise bei den meisten, sagen, gerade wenn man jetzt vom organischen Traffic ausgeht, dann ist es ja nicht die Produktseite oder der Checkout, wo die meiste Musik ist, sondern es sind in der Regel diese Content-Seiten, die gebaut werden. Ne? Genau, oder Übersichtsseiten. Und die werden also gerne auch mal ignoriert, wenn es darum geht zu testen. Ne? Das heißt also, teste ich auch an der richtigen Stelle. Oder nee, mein Newsletter, ich wäre vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, danach zu fragen, weil es das Einzige ist, was jetzt nicht direkt, sagen wir mal, mit einer Website zu tun hat. Ne? Aber man sieht eben auch, dass das Tests in Newslettern eben auch jetzt nicht so super gang und gäbe sind. Wobei da eigentlich ja, also spätestens wenn man so ein Newsletter-Tool, so ein typisches benutzt, ne, so eine Software-as-a-Service-Lösung, die haben ja alle irgendwie, die zwingen einen ja fast dazu, erstmal irgendwie eine Testdatenmenge zu bedienen und mal zu gucken, welche Headline besser funktioniert oder so. Ne? Genau, mal einen Betreff testen oder so. Dass es da eben nur 2% immer machen und 13% oft. Und dann noch 28% gelegentlich und der Rest eigentlich gar nicht. Hatte mich jetzt überrascht, sagen wir mal. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass das Newsletter-Marketing ohne das Wissen, was dann wiederum die Kerngeschäft. Die Online-Marketing-Abteilung. Vielleicht hat man einfach keine Zeit dafür in der Regel. Wo denn das Thema Conversion-Optimierung eigentlich aufgehängt und budgetiert wird, wer dort verantwortlich ist. Und das ist ja, gut, hier das Marketing und Online-Marketing. Da würde man wahrscheinlich jetzt denken, dass das Newsletter-Thema da auch mit reingehört, aber ja, das ist ja eine Unterabteilung, die jetzt... Und vielleicht auch zum Content gehört. Also ich habe drei Firmen, habe ich gerade überlegt, sehr große Firmen, die halt Newsletter haben, die ja noch nicht mal das Kampagnen-Tracking sauber umsetzen, weil die im Newsletter-Bereich den Bedarf nicht sehen. Genau, das ist auch ein Problem. Und ich glaube, dass es genauso ist, wie du gerade gesagt hast, dass es nicht dein Hauptthema ist, weil du andere Themen machst. Und ich glaube, dass es bei vielen anderen im Online-Marketing auch, Newsletter ist ja auch etabliert. Das läuft ja, das macht ja jeder. Und außerdem sind es ja Kunden, die man schon hat, vielleicht. Ja, darauf werde ich vielleicht schlechter provisioniert, weil ich will ja neue Kunden haben und alles immer neu machen. Und Newsletter, die waren ja schon mal da. Mhm. Ja. Wobei ich bei Newsletter jetzt keine riesen... Aber das ist auf jeden Fall einer der Punkte, wo ich mich eben freue, wenn man da im nächsten Jahr... mal ein paar andere Balken daneben sieht, um mal zu gucken, ob da wirklich Bewegung drin ist. Vielleicht nehmen wir die Frage dann raus. Wir streichen einfach das Letter hin, einfach nur noch News, dann passt das wieder. Nee, ich erwarte bei Newsletter jetzt gar nichts mehr wegen dem, was letzten Freitag passiert ist und was wir jetzt hier nicht mehr ansprechen wollen. Ja, so beantwortet einfach keiner mehr, traut sich keiner mehr. Ja. Wir testen immer noch in Newslettern, aber wir trauen uns nicht mehr, das zuzugeben. Ja, nee, schön. Ja, also Testing. Ne, Testverfahren, AB-Testing ganz vorne, hat mich jetzt nicht überrascht. Gerade auch, wenn noch ein Drittel der Leute sagen, ja, das würde ich auch genug sagen. Traffic ist mein Problem oder genug Conversion-Ereignisse, um überhaupt zu testen, ist man mit AB-Testing wahrscheinlich auch erstmal auf der richtigen Spur. Statt da jetzt irgendwelche Tests aufzusetzen, die dann acht Jahre laufen. Personalisierung und Professionalisierung als die wichtigsten Themen in diesem Jahr gesehen werden. Also da wird sich dann wahrscheinlich ein bisschen was ändern, wenn wir die Fragen im nächsten Jahr wieder stellen, dass dann bei Personalisierung der Anteil ja auch gestiegen sein müsste, wenn viele das für dieses Jahr projektiert haben. Oder ob sie es dürfen. Mhm. Ja, obwohl die dann wahrscheinlich noch gar nicht wussten, wie sie es machen wollen. So. Ja, genau. Nee, aber ja, sehe ich wie du, ne? Also auch diese Herausforderungen, die da jetzt drinstecken, die kann man jetzt so erstmal so hinnehmen, ne? So ein interessant, so richtig interessant wird das erst mit Kontext, fürchte ich, der uns dann im nächsten Jahr gegeben wird. Ja. Wobei, wenn jetzt 18% zum Beispiel sagen, User Experience ist für mich ein Thema, ne? Eine Herausforderung, ja, was heißt das jetzt? Also mal am Ende des Tages geht es immer um die User Experience, wenn ich versuche, irgendwas durch Testing wahrscheinlich zu verändern. Ne? Also ist das dann der Fokus bei denen? Wollen die hauptsächlich die User Experience verbessern und weniger wie die anderen 50%, die sagen so, mein Fokus ist E-Commerce, die sagen wahrscheinlich, die testen tatsächlich für mehr Umsatz. Ja?
oder die anderen 13%, die sagen so, ich möchte für Mobilgeräte mehr optimieren. Das heißt, die werden dann ja wahrscheinlich tatsächlich versuchen, sich die, also auf bestimmte Mikroziele oder Nutzersignale hin zu optimieren, um zu sehen, ob sich das Benutzerverhalten verbessert auf Mobilgeräten. Das sind alles Dinge, die kann ich mir vorstellen. Steckt aber alles ja mit drin mit dem Thema User Experience. Also auch ein Mobilbenutzer ist ja immer noch ein Nutzer. Wenig, ne? Das heißt also, was diese 18% mit User Experience gemeint haben, erschließt sich mir jetzt noch nicht so richtig. Aber nach wie vor hauptsächlich zeigen. Mit großem Abstand Desktop. Aber das innerhalb von, ja genau, und Mobilgeräte oder mobile Apps, ja, das innerhalb von Apps getestet wird, tatsächlich auch nicht mehr so ganz trivial, aber das ist ja dann deutlich über die Hälfte sagen ja nie oder selten. Ja, wobei ich die, also das, diese Device-Frage auch nicht so richtig verstanden habe. Also wenn jetzt ein Großteil sagt, so auf dem Desktop, hier 54% sagen eigentlich so immer, ich teste immer auf dem Desktop, ne? Und nur 29% sagen, ich teste auf dem Mobilgerät, sind das dann alles Tests, die auch explizit wirklich nur und bewusst auf dem Desktop ausgespielt worden werden und auf einem Mobilgerät nicht? Aber es ist halt einfach, ja, das liegt einfach in der Praxis dann darum, der von dass allen es einfach dann schwieriger Realität, ist, dass der Traffic sich immer mehr Richtung Mobilgeräte verschiebt. Mit dem Browser kann ich halt nicht testen, ich kann halt nicht ausprobieren. Kann ich hier eben kurz klicken, Play machen, wenn der Anteil meines Desktop-Traffics immer und mehr zurückgeht. Und bevor ich das auf verschiedenen iPhones und verschiedenen Androids teste. Ja, kann ich schon, aber man testet auf dem Desktop. Sinn. So ist das in die Praxis, die ich sehe. Wobei dafür. Sollten, genau, aber die Praxis ist halt einfacher, generell für den Desktop zu gehen. Oder Timo, wie sieht es bei euch aus? Was meinst du dazu? Ja, okay. Sehe ich, also sehe ich so eigentlich nicht. Ne? Also ich auch wenn man testen nee, sehe ich auch so, klar, das ist einfach. Dann sind das meistens Dinge, auf, die eigentlich auf allen Geräten relevant sein sollten im Idealfall. Es ist natürlich aber auch ein gewisser Interpretationsspielraum bei den Beantwortenden, also bei den Befragten da, weil was die ja sehen, ist die Fragestellung, ja, wie häufig führen sie Tests für diese folgenden Endgeräte durch und dann die Antwortmöglichkeiten. Das ist ja eine geschlossene Frage. Ja. Da weiß man ja auch nicht, wie sich das dann vielleicht jemand für sich interpretiert. Hm. Ja. Ja, okay, wenn die jetzt sagen, ich mache also ich würde es aber schon, also ich würde schon interpretieren, dass man sagt, richtet sich hauptsächlich irgendwie auf Desktop, Benutzer auf Endgerät A, B oder C. Die anderen sehen ihn halt auch. Dann kann das natürlich schon zu anderen Antworten und einer anderen Verteilung führen, je nachdem, wie man es verstanden hat. Aber meine Testhypothese sich auf Desktop bezieht. Mobile oder Tablet würde ich ankreuzen, dann, wenn ich quasi eher explizit dafür teste. Gut, also ich glaube, da sind ganz, ganz viele Ideen und Fragen, die man sich noch stellen kann. Naja, ne, genau, sag ich ja. Ne, so ein Test, der sich und explizit die eben durchlässt, auf diesen mobilen Treffen. Ich glaube, wir sind jetzt über bezieht. Die Stunde schon weg. Ja. Von daher, obwohl, Timo, wenn man noch Fragen hat, ja sowieso ihr habt, glaube ich, drei Button coole verschiedene Eventformate, wo man Fragen stellen Geräten kann, oder? Gespielt werden eigentlich. So, habe ich das jetzt laut gesagt? Entschuldigung, wollte ich gar nicht. Das kann man auf jeden Fall, aber zum einen nochmal, jetzt haben wir so viel über diese Studie gesprochen. Und wo findet man die? Für jeden verfügbar. Mhm. Das ist schon mal das ganz Schöne, damit ihr sie auch sehen könnt. Die sich jetzt fragen, so, worüber reden wir eigentlich hier die ganze Zeit? Und zwar, und wo findet man die genau? Also zum einen, das gute Nachricht, sie ist für alle packen kostenlos und sie ist für alle zugänglich unter analytics-trends.de oder auch unter tracken.de, also mit Doppel-K natürlich, tracken.de oder in den Shownotes, genau, analytics-trends.de. Vorab schon mal, wo wir dieses Jahr darauf verzichtet haben, wir werden sie auf diesen Webseiten als PDF zum Download zur Verfügung stellen. Wir werden es nicht als grafisch visualisierte Website machen, sondern als PDF zum Download. Ja, cool. Und auch einfach, es ist kein E-Mail-Adressen-Sammel-Tool, sondern tatsächlich einfach nur downloaden und sich freuen. Oder uns auf einem der vielen Events, wo wir irgendwie auch dabei sind, treffen, weil es gibt diese auch wirklich in einer, ich habe sie hier vor mir liegen, in einer haptisch auch sehr schönen Offline-Version, die nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut anfühlt. Und die verteilen wir natürlich nicht nur an unsere Kunden, sondern auch auf den Veranstaltungen der Mexico sowieso. Natürlich auf dem Analytics Summit. Ja, der ist am 7. November, die große Google Analytics-Konferenz oder die größte Google Analytics-Konferenz Europas sogar, am 7. November in Hamburg. Da gibt es sicherlich noch, wenn Sie bis dahin nicht vergriffen sind, noch Offline-Exemplare und die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und dann natürlich die, und darauf wolltest du wahrscheinlich auch hinaus, die Analytics-Insights.
Event-Reihe, die wir durchführen. Ein kostenloses Analytics Get-Together Networking-Event findet in Berlin, München, Köln und Hamburg statt. Und vor allen Dingen führen wir dort die Analytics Challenge durch. Und die Analytics Challenge vielleicht, ich hoffe, dass sie mittlerweile schon etwas bekannter ist, irgendwelche Leute, Zuhörer idealerweise, die irgendwas mit Google Analytics machen und denken, das ist ganz cool, das würde ich gerne mal erzählen, haben auf der Analytics Challenge 10 Minuten dazu Zeit, das zu tun. Das Publikum vor Ort bei einem Bier und kleinen Fingerfood, die entscheiden dann darüber, welcher Challenge-Teilnehmer in der jeweiligen Stadt am besten war. Und die 4 Gewinner der 4 Städte, die treten und das Wichtigste, der Gewinner bekommt einen Glitzerregen. Auf der großen Bühne vor über 500 Leuten auf und präsentieren ihre Cases nochmal. Und dann verleihen wir den Analytics Award. Ja, und der Gewinner bekommt nicht nur einen Glitzerregen, sondern er bekommt auch einen Pokal. Ja, ich kann es nur empfehlen, ich habe schon mitgemacht und auch gewonnen. Reise nach London mit einigen Meetings. Ja. Ruhm und Ehre. Lohnt sich. Und kann ich nur empfehlen, jedem zu machen mit einem coolen oder auch nicht, also das, was er findet, was er in seiner täglichen Praxis macht und was für ihn vielleicht normal ist, aber für alle anderen eventuell gar nicht normal ist, sondern ziemlich cool ist, kann man da vorstellen bei der Analytics Challenge. Genau. Genau, dafür für die Teilnehmer auch nochmal, es muss keine Raketenwissenschaft sein. Ne? Also man muss jetzt nicht darauf abzielen, immer das die krasseste Geschichte irgendwie gemacht zu haben, sondern denkt auch manchmal wirklich einfach, stellt irgendwas dar, was ihr denkt, das ist vielleicht erzählenswert. 10 Sehr Minuten, cool. Tut nicht weh, seid dabei, ist kostenlos und wie gesagt. Und genau, jeder Teilnehmer der Analytics Challenge kriegt ein Ticket für den Analytics Summit, schon mal als Belohnung. Ja, 499 Euro, also auch schon mal da. Das lohnt sich, glaube ich. Genau. Cool. Ich würde ja auch antreten, aber ich darf nicht mehr. Ist verboten für mich. Dann aus dem Grund macht das sogar Spaß, wenn man eigentlich nicht gewinnt. Darf ich nach 5 Jahren nochmal oder so? Eigene Erfahrung sagen. Und ich bin immer noch so überzeugt von der ganzen Geschichte, dass ich am 4.7. in Köln mich auch kurzfristig nochmal. Ich werde dann nochmal antreten. Da haben wir dann noch keinen, zugeflogen. Da müssen wir das Reglement nochmal schärfen. Genau. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, hier steht es. Das ist der Vorteil. Packen wir in die Show rein. Und ich hatte ja 3 Formaten gesprochen. Und AB Insights habt ihr auch noch. Unter analytics-insights.de. Die AB Insights haben wir auch noch, selbstverständlich, genau. Die AB Insights ist im Grunde das Äquivalent zu den Analytics Insights, nur dass sich die AB Insights um Conversion-Optimierung drehen. Die gleichen Städte, genau, Köln, also Berlin, Hamburg, München. Auch ein Networking-Event, Essen, Trinken, kostenlos, abends nach der Arbeit mit Vorträgen, nur dass wir dort keine Challenge machen. Dort gibt es quasi nur Vorträge zum Thema Conversion-Optimierung. Und wer sich jetzt fragt, was denn das AB heißt, steht für AB-Testing natürlich, AB-Tests, aber auch für Afterwork und Bier. Ja, und das Ganze ist ein wenig supported teilweise von Optimizely, genau, die stellen da den einen oder anderen Kunden-Case vor, der Kunde selber dann. Genau, das wird es auch dieses Jahr wieder geben mit einigen Vorträgen und auch mal ganz spannend und natürlich eine Menge Networking. Das Ganze, genau, und alle Infos und Daten unter ab-insights.de. Mit einer super Überleitung. Muss ich mich mal selber loben. Ist auch immer schön. Ja, aber eins noch vorher. Die Jobrubrik, die hast du rausgenommen. Ich glaube, Timo hat da bestimmt noch was zu sagen. Und dann hast du den Terminblock schön auch schon durchgestaltet. Ja. Müssen wir gar nicht mehr drauf eingehen, glaube ich. Termine sind dann durch. Ja. Doch, perfekt. Und damit sind wir dann auch tatsächlich, damit es nicht allzu schlimm wird, der Inlandsflug ist längst zu Ende. Ja, warte doch auf euer Gepäck. Kommen wir zur Verabschiedung. Und wir können ja vor allen Dingen jetzt mittlerweile noch eine ganze Menge mehr bieten, weil wir nicht nur in Hamburg sind, sondern darfst du diesmal nicht verraten? Sowohl für Hamburg, München, Zürich oder Barcelona bewerben können. Bei lauter Verzweiflung habe ich jetzt rausgenommen. Die wir demnächst noch gehen werden. Das hat man natürlich auch schon sehr konkret geplant, aber noch nicht kommuniziert. Nee, aber es sind schöne Städte. Und es sind, ich kann sagen, es sind alles Hauptstädte. Ja.
Genau, auf jeden Fall bewerben. Wir haben einen ganzen Haufen offener Stellen und das fängt an bei, es kann anfangen bei Trainee-Programmen, bei Junior-Positionen rund um Analytics bis hoch zu Seniors, Projektmanagern. DoubleClick ist ein sehr spannendes Thema, wo wir sehr, sehr aktiv sind. Da haben wir diverse Stellen im Bereich App-Technology Consultants oder App-Technology Hilfen. Ja, und welche Sprachen werden? Im Bereich technischer Consultants, also weniger außer Englisch und Deutsch. Projekt, also vielleicht mehr im technischen Bereich. Auch da suchen wir immer. Ansonsten suchen wir tatsächlich sehr, sehr viel in allen Standorten rund um Analyse. Ja. Okay. Ich dachte, ich kriege was über die neuen Länder raus, aber da hält es. Also Englisch und oder Deutsch wäre schon ganz okay. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig, sich zu unterhalten. Also Englisch oder Deutsch. Genau, wir verlinken eure schon Bereich dann. Und was da, sehr gut. Genau. Und Markus, dann kommen wir jetzt zur Verabschiedung. Genau, natürlich im Bereich Conversion-Optimierung geht das Gleiche. Auch da suchen wir permanent. Achso, ja genau. Vielen Dank, Timo, für die Einblicke in die Studie. Oder im Bereich Data Science. Auch und damit sind wir jetzt auch am Ende des Podcasts. Wer Feedback hat, gerne bei uns im Blog unter Beyond Pages auf termfrequenz.de. Bewertungen und Besprechungen sehr gerne auf iTunes. Wir sammeln da Reviews und Sternchen. Ist ganz einfach. Und wenn ihr irgendwo Probleme habt, auf iTunes die Sternchen zu verteilen, wenn ihr Markus trefft, der hilft euch dabei. Der weiß genau, wie das geht. Ist ja, ganz aber einfach. Das machst du jetzt gerade so schön. Dann mach das doch weiter. Ansonsten liked unsere Facebook-Seite Beyond Pages. Kommentare und Anregungen hatten wir schon. Ansonsten sind wir noch auf Soundcloud und YouTube, glaube ich, auch noch. Und Mails, wenn Fragen per Mail kommen, podcast@analytrix.de. So, das war's von mir hier aus der Hub. Ich gehe jetzt ja nochmal ans Wasser ein bisschen was essen und sage von hier aus schon mal auf Wiedersehen. Und da war Werner noch mit dabei. Jetzt seid ihr da dran. Ja. Yeah. Ja, von mir dann auch nochmal, natürlich. Vielen Dank fürs bis hier Zuhören. Vielen Dank an dich, Timo, fürs Kommen und Mitbringen der Studie. Ich freue mich dann im Prinzip auch schon aufs nächste Jahr, wo wir dann uns auch für die Conversion-Optimierer mal ein paar Vergleichswerte anschauen können. Und bevor ich das Wort jetzt final an dich übergebe, noch eine kleine Ergänzung zu unserem Abspann, was wir nämlich noch gar nicht drinstehen haben, aber was schon Realität ist, man kann uns auch gerne auf Spotify jetzt abspielen. Das wunderbar, ja, vielen Dank. Vielen der Dank ein oder andere Zeit, nutzt das, habe ich mir sagen lassen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, für die Aufmerksamkeit. So, dann also wie gesagt, genau, von mir dann auch nochmal herzlichen Dank beiden, und bis zur nächsten Folge. Und das Schlusswort hat dann für heute einem unserer Events oder so zu finden und dort zu sprechen. Okay. Ansonsten bis dann, ciao. Gerne mich auch direkt kontaktieren über irgendeinen der Kanäle, über die man Leute so kontaktieren kann. Und bin gespannt, wie so die Feedbacks auf diese Folge sind. Also ich freue mich sehr und ladet euch alle fleißig die Trendstudie runter. Vielen Dank. Tschüss. So machen wir es. Bis dann. Ciao.